Hallo und Weidmann Theil, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hunt, Cook & Grill. In dieser Folge geht es um die blaue Kiste und um ihren Inhalt. Und was es damit auf sich hat, das seht ihr in dieser Folge. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Ja, was ist drin in dieser Kiste? Das möchte ich euch jetzt hier in dieser Folge einfach mal kurz zeigen. Die Kiste ist einer meiner wichtigsten Ausrüstungsgegenstände. Viele fragen immer, ja, was brauchst du denn an der Jagd? Am meisten, klar, man braucht eine Waffe, die funktioniert. Und vielleicht ein Fernglas, aber die meiste Arbeit, und das wissen die wenigsten, die kommt eigentlich erst nach dem Schuss. Das ist einmal das aus dem Revier schaffen, das Aufbrechen, also die Organe rausnehmen, aber dann auch das sogenannte Zerwirken. Meine Motivation zur Jagd zu gehen ist die Fleischbeschaffung. Das heißt, die Trophäe interessiert mich eigentlich nur am Rande. Ich freue mich natürlich, wenn ich einen starken Rehbock erlegen kann mit einer ordentlichen oder besonderen Trophäe. Aber das ist nicht meine vordergründige Motivation, sondern wie gesagt die Fleischbeschaffung. Und damit mein Fleisch auch ja, hygienisch einwandfrei nach Hause kommt, vor allem wenn es draußen ein bisschen wärmer ist, habe ich mir überlegt, wie kann man das am besten anstellen. Und man muss auch berücksichtigen, dass nicht in jedem Revier gleich gute Voraussetzungen sind, um das Fleisch küchenfertig zu zerlegen. Jetzt kann ich es im Ganzen mitnehmen, aber dann kommt wieder mein Temperaturproblem im Hochsommer ins Spiel. Im Herbst oder im Winter geht das schon. Aber im Sommer wird es halt schwierig. Und deswegen habe ich mir diese Kiste hier überlegt. Das ist zunächst einmal eine Thermobox, die ihr im gut sortierten Lebensmittelgroßhandel bekommt. Und diese Box, ja, die hat ordentlich Platz. Dann ist da drin erstmal eine Küchenrolle. Und ich habe Tüten hier zu oberst liegen. Das ist ja eine Mischung aus verschiedenen Tütengrößen. Meine Tüten kaufe ich passend zum Vakuumiergerät bei der Firma Landig. Und da habe ich eben so ein ja, Jäger-Mix-Set heißt es, glaube ich. Ich verlinke euch das mal in die Videobeschreibung. Da gibt es eben verschiedene Größen von Tüten im Set zu kaufen. Angefangen von der 20x30er Tüte für eben die kleineren Teilstücke und dann bis eben zur 30x50er Tüte für die ganze Keule, für den Rücken vom Schwarzwild etc. Da kriegt man auch zur Not mal zwei Rücken rein. Das passt also super. So. Das packen wir mal beiseite. Die packe ich mir, wie gesagt, hier ab, dass ich immer die passende Größe da habe. Dann habe ich hier so eine Edelstahlform. Da könnt ihr nehmen, was ihr im Haushalt habt. Die Edelstahlform ist deshalb da drin, weil ich da zum Beispiel auch mal Hack reinwolfen kann, ja, wenn ich den Fleischwolf dabei habe. Oder aber auch Abschnitte einfach zwischenlagern kann oder die einzelnen Bratenstücke, kann ich die hygienisch hier zwischenlagern. Dann ist da drin ein starkes Schneidebrett, ein großes, starkes, also eine Stärke hier, starkes Schneidebrett, was eben ja, sehr robust ist und was super geeignet ist zum Zerwirken. Ich kann hier eine ganze Keule draufpacken und kann die eben zerlegen und auseinanderschneiden und küchenfertig portionieren. Also super geeignet, super hygienisch, leicht zu reinigen. Dann kommen wir mal zum zweiten wichtigen Punkt. Das ist hier eine rote Fleischkiste, die hier drin ist. Und diese rote Fleischkiste eignet sich natürlich, um grob vorzerlegtes Wild hier schon mal reinzulegen, den Deckel drauf zu machen, das Ganze in der Kiste verschwinden zu lassen. Also insofern super geeignet. Weiter geht's mit den Handschuhen. Das sind spezielle schnitthemmende Handschuhe, also keine Kettenhandschuhe, sondern Handschuhe, die eben grobe Verletzungen vermeiden. Das Optimale wäre ein Kettenhandschuh, aber es geht unterwegs auch mal was verloren. Deswegen habe ich hier die etwas leichtere Lösung drin, die aber auch gut geeignet ist. Dann ist hier drin eine Knochensäge, die brauche ich nicht unbedingt. Ja, Knochensäge ist gut geeignet, um mal Koteletts zu schneiden oder um zum Beispiel auch mal Steaks zu schneiden aus der Keule, ja, oder wenn ich jetzt wirklich ein ganz starkes Stück erlegt habe, dann brauche ich sie vielleicht mal. Das zweite ist ein Spalter, den habe ich mir zugelegt, weil ich die Knochen auch gerne verwerten möchte, um die zur Soße zu verarbeiten. Und da ist der Spalter gut geeignet, um Knochen zu zerhacken. Außerdem haben wir hier so ein paar Fleischhaken drin. Ja, und diese Fleischhaken, die braucht man mal, um das Wild mal wegzuhängen, aufzuhängen, wie auch immer. Außerdem ist hier ein Messerset drin, in drei verschiedenen Größen. Einmal ein Messer, was sich gut eignet, um Fleisch zuzuschneiden, um die Sehnen runterzuschneiden, um es zu portionieren. Und dann natürlich noch zwei Ausbeinmesser, womit ich halt wunderbar das Fleisch auslösen kann und vom Knochen trennen kann. Ja, dann ist hier mein Wildbergesystem und mein Wildaufhängsystem, der Wildgeigen. Dazu habe ich schon mal ein Video gemacht, das verlinke ich euch gleich. Einmal hier oben irgendwo in der Ecke. Und das ist wirklich ein super praktischer Helfer, wenn ich unterwegs bin. Dann habe ich hier ein Gekrösemesser, also ein Messer, was eine stumpfe Spitze hat. Eignet sich super zum Außerdecke schlagen und zum Aufbrechen. Etiketten,
und einen Schreiber, damit ich auch hinterher noch weiß, was ich in der Tüte habe. Und um einfach auch mal Rippen durchzuschneiden, so eine Schere, ja, die ist auch gut geeignet. Und zu guter Letzt, auch ein ganz wichtiger Gegenstand, ist ein Vakuumiergerät. Ja, das vakuumierte Fleisch hat verschiedene Vorteile, es ist länger haltbar und ich kann auch, wenn das Fleisch jetzt noch nicht 3-4 Tage abgehangen hat, sondern nur die Grundkühlung erhalten hat, das Ganze auch im Vakuumbeutel reifen lassen. Ja, das ist meine Servierkiste. Die rote Kiste eignet sich super eben, um das Fleisch auch zu transportieren, um es vielleicht auch mal kurz zwischenzuparken. Und da passt alles rein. Was ich jetzt noch vergessen habe, sind so Kleinigkeiten. Man kann sich da nochmal ein Pflaster reinpacken oder auch ein paar Gewürze, wenn man vor Ort kochen will. Und man kann das Ganze beliebig erweitern. Also ich habe mehrere von diesen roten Fleischkisten. Da kann ich dann meinen Fleischwolf reinpacken. Aber das ist so die Grundausstattung, wenn ich irgendwie zur Jagd fahre, damit ich mein Fleisch eben vernünftig verwerten kann. In die Videobeschreibung packe ich ja einfach die Adressen der Händler rein, wo die Sachen herkommen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lasst, einen freundlichen Kommentar, vielleicht sogar ein Abo. Macht's gut und weit man zeit!